Motoclub Mantova. Jawohl. Und der Olli am Start. Juhu. Morgen. Moin. Ist das herrlich, mal wieder hier, dass wir mal wieder zusammen auf Tour sind. Gut so. Geil. Gut so. Leute, ich habe ein bisschen Puls. Herzlich willkommen aus Mantova. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Weitermachen. Vielen Dank. Grenze in Gefahr, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bella Italia, hier alles top vorbereitet. Das ist die Strecke. Also nicht drüber springen. Nicht dann. Drüber, nee, gerade da hinten. Ne? Hoch? Nicht gerade, sondern musst du hoch und wieder runter. Okay, up alles and klar. Down. Verstanden, kriege ich irgendwie, ist nicht so hin. Klingt logisch, ist machbar, glaube ich. Ja, schaffst du. Ich versuche das. Ich muss gerade versuchen, die Kamera zitterfrei zu halten. Da stehen die Geräte CRF 450R. Das schwächste Glied in der Nahrungskette ist der Fahrer, definitiv. Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe wirklich Puls dieses Mal. Es wird interessant. Wir werden über das Motorrad quatschen. Natürlich aus meiner Sicht betrachtet, ja, wie taugt das einem Hobby-Crosser, ja? Und dann werde ich natürlich mir auch die Zeit nehmen, den einen oder anderen zu interviewen, der das hier richtig drauf hat. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin wirklich aufgeregt. Und ich hoffe, dass man mich hier nicht überfährt. Oh, Scheiße. Geht jetzt los. Es geht jetzt los. Guck dir mal die Strecke an. Sie wird präpariert. Sie wird jetzt präpariert. Dann kann ja nichts mehr schief gehen, ne? Aufkleber sitzt. Jetzt wird es langsam ernst. Ich hole mal Klamotte, ne, aus dem Auto. Oh, Leute, nur für euch wieder. Motor läuft. Okay, thank you. Direkt nach dem Fahren, so sieht's aus. Kurz akklimatisieren. Boah, Leute, geschafft, ne? Also das war schon, das ist schon ein richtiger Dampfer, mal. Also das zieht zwar ganz sauber und linear durch, ja, aber 450er ist schon echt eine Macht. Ne? Also da musst du wirklich oft trainieren und wirklich auch öfter mal ins Fitnessstudio gehen. Was aber interessant ist, dass du dich auf Anhieb hier im ersten Turn direkt wohlfühlst, bis auf meine Arme, die jetzt so ein bisschen dick und lang sind schon. Und da macht es die Anzahl und Summe der Grammzahlen, die nachher den Braten fett machen oder natürlich wie gewollt mager machen.
Denn nur ein leichtes Motorrad ist wettbewerbsfähig. Und da steht man auf jeden Fall ganz vorne mit dem Teil. Also wir sprechen hier von 105,8 Kilogramm fahrbereit. Also die Experts hier, die fliegen hier drüber. Das ist unfassbar. Das ist richtig abgefahren. Und manchmal denke ich mir, es ist eigentlich ganz cool, wenn du alles machen kannst. Also Fluch und Segen zugleich. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Welt, weil die Jungs da richtig festhalten. Sagen die Experten hier aus der Runde. Erster Turn. Erster Turn geschafft. Alle grinsen noch. Noch grinsen wir. Noch haben wir Kraft. Mal gucken, wie es heute Abend aussieht. Nee, war geil. War wirklich geil. Strecke ist super vorbereitet. Die Bikes sind mega gut, mega handlich. Genug Power bei der 450er. Was will man anders erwarten? Wenn du es jetzt mit dem Vorgängermodell vergleichst, ist das viel? Schätzt du das als großen Sprung ein oder würdest du sagen, eher so viele, viele kleine Updates in der Summe gut? Nee, man muss schon sagen, es ist also für mein Empfinden wirklich ein komplett anderes Motorrad. So okay. Präsentieren die das ja auch. Es ist ja auch ein anderes Motorrad und ist wirklich gut. Also wirklich, da merkt man alles, was sie sich vorgenommen haben, sind durchdacht und es macht auch Sinn und wirklich, ja, wirklich gut umgesetzt. Ja. Es waren jetzt nur 15 Minuten Fahrzeit, mal gucken, was wir heute Abend sagen. Aber bis jetzt macht es Spaß. Du fährst normal viel Enduro, für dich ist das zu kurz, ne? 15 Minuten. Ja, normal 3 Stunden oder so. Ja. Nee, hier auf der Strecke waren 15 Minuten jetzt schon mal ausreichend. Jetzt erstmal was trinken und dann geht's gleich weiter. Top. Und du, Steffen? Ja, ich kann mich da eigentlich bloß anschließen. Also wie gesagt, die Strecke ist natürlich super vorbereitet. Sehr schön, ein bisschen kurz. Bergsboden, ne? Ja, definitiv. Also der gute italienische Sand. Hier in Mantova und das Motorrad, wie schon erwähnt, ist schon eine komplette Neuerung. Ja. Also im Gegensatz zu letztem Jahr haben sie da schon einiges gemacht und man merkt es auch. Also jetzt waren zwar bloß 15 Minuten, müssen noch ein paar Veränderungen vornehmen, was das Fahrwerk angeht und nochmal die Modes hier, die Stufen einstellen. Genau, ja, da gibt es ja auch verschiedene. Es gibt drei verschiedene Stufen, ja, so ein bisschen smooth, linear und aggressiv. Ja. Und dann mal testen, ob es da Unterschiede gibt, ob man die auch wirklich spürt. Ja. Ja. Im tiefen Sand, ja gut, vielleicht aggressive schon spüren und smooth, aber Traktionskontrolle, die wird jetzt hier wahrscheinlich keinen Sinn machen. Ja, 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 müssen wir auf dem Hartboden bei uns mal testen, aber ja. So der erste Eindruck ist schon sehr vielversprechend. Das Motorrad liegt gut. Und ja, nachher kann man zufrieden Wasser trinken jetzt. Kann man zufrieden mal Wasser trinken und schauen wir mal später. Später gibt es mehr Infos. Ihr wollt ja natürlich wissen, was ist denn neu? Also der Name ist im Prinzip der alte, der Rest ist neu. Viele Sachen wurden vom Weltmeister Tim Geiser abgeleitet. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Wir haben im Prinzip hier die Kommandozentrale. Sehr klein, sehr easy, sehr kompakt. Wir haben eben die Traktionskontrolle, dreifach einstellbar und ausschaltbar. Und eben die Fahrmodi, also Standard-Fahrmodi in Soft und einen aggressiven Modus. Was auch neu ist, ist die hydraulische Kupplung. Die führt sich dann weiter. Unten auf der Kupplungsseite gibt es dann eine Lamelle mehr. Also das heißt, wir haben hier keine Verluste mehr, dass wir ein Kupplungsfading haben. Aber ich denke, in den Bereich kommen dann wirklich nur die Pro-Fahrer. Schreibt da gerne mal drunter, wie gut ihr im Saft steht, ob ihr da auch Probleme hattet. Sollte jetzt abgestellt sein, also wie gesagt, eine Scheibe, eine Kupplungsscheibe mehr drin und gut ist. Also wir haben hier schon mal über das Gewicht gesprochen vom Hauptrahmen. Da haben wir ein Gewicht von 700 Gramm. Ja, und der Heckrahmen, der wiegt lediglich nur noch 320 Gramm. Also das ist mal gar nichts mehr. Fahrwerkskomponenten kommen aus dem Hause Showa, also alles komplett einstellbar, wie gesagt Standardgabel und voll einstellbarer hinterer Dämpfer. Ja, wie ich auch, sind jetzt hier noch viele auf der Strecke unterwegs, aber ich würde sagen, jetzt spielen wir mal eine Runde Onboard, kommentiert von Tim ein, was ja bestimmt ganz schön interessant sein könnte für euch. Hey guys, Tim Geiser here. I'm gonna take you through the lab here in Mantova. So that's how the lab gonna begin. Here we are on the start straight. It's quite short start straight, and then we have like left corner.
And here on the left, usually we have pit lane on the GPs, little short straight, then right corner. Then we are heading to the tabletop, nice little tabletop for nice sun crops. Then again, right corner. Usually we have a triple here for GPs, but now it's like just nice, simple tabletop. Left corner. Again, nice tabletop, simple, not so long, easy to jump. Left corner, tabletop again. They make a little change over here on the GPs. We have a chicane, now we go like straight, single roller, and then a tabletop. Left 180 back to the straight, quite long straight, so you can really twist the throttle here. Right 180 again. Again, we are going to the double, nice double, little, around 15 meters, something like that, into the chicane first right and then left. Then we have a single roller, like we always say, like scrub jump, where you can scrub. Nice tabletop again. We are going like uphill towards the left corner. Little downhill, little straight, little roller on the bottom, and then again 180 right corner. Yeah, a lot of 180s over here in this area. It's a final part of the track with many rights, left 180 corners. So yeah, we are heading now to the left corner before the wave sections. You know, you can go like double, 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 or even just roll through them. They are not so steep, so yeah, actually that's a lap here in the Mantova. Now we are heading to the last right corner, and then that's the finish line jump. Nice for make a nice whip. So yeah, that's the lap here in Mantova. Wenn wir jetzt schon hier bei den ganzen Daten und Zahlen sind, 74 mm schmaler sind wir hier geworden, und im Heck sind wir natürlich auch ein Stückchen schmaler geworden, weil wir eben nur noch einen Schalldämpfer haben. Ja, da kann man jetzt drüber streiten, aber es ist auch wie überall so. Man muss natürlich gucken, dass man die Geräusche reduziert, dass man die Geräusche so hält, dass das konform ist, dass man diesen wunderschönen Sport auch noch lange ausführen kann. Was haben wir noch von den Zahlen her? Wir haben ein bisschen mehr Bodenfreiheit, 8 mm. Das wäre jetzt so eine Nuance, aber mehr Bodenfreiheit ist natürlich besser. Ja, die Kupplung hatte ich schon angesprochen. Dann hat man im Prinzip noch den Winkel vom Einspritzventil geändert. Also das steht jetzt steiler drin. Das soll ja, das Gemisch ja, etwas kühler halten. Das ist so die Ursache, die man damit bezwecken möchte. Es sind, wie gesagt, so viele Punkte, die geändert wurden. Also wie gesagt, das ist, die Summe macht es dann natürlich aus nachher. Hier haben wir jetzt einen schönen Rehntallenker draufhängen, der natürlich auch einstellbar ist oder von der in zwei Positionen zu montieren ist. Dann haben wir die Gabelbrücke, die ist komplett geändert. Das ist auch nochmal eine Neuerung. Und hier diese Flaps, das sieht man so ein bisschen besser, wenn man, glaube ich, von hier so reinguckt. Also sie sind sehr ausgeprägt, sehr lang, und die sorgen jetzt dafür, dass wir noch eine bessere Kühlung haben. Dass quasi früher der Krümmer sehr weit ausladend war. Hier kommt man jetzt zentral aus dem Rahmen raus. Der Krümmer ist übrigens auch im Auslassbereich oval und geht hier nochmal in diese Verdickung rein. Und liegt, wie gesagt, jetzt ein bisschen näher am Zylinder. Die Airbox ist deutlich größer geworden. Das hatte ich schon angesprochen. Also hier in dem Bereich, also das hat mal um einiges vergrößert, das Teilchen. Funktionskontrolle, die verschiedenen Mappings halten auch jetzt mittlerweile Einzug hier beim Motocross. Das ist schon interessant, diese Entwicklung. Früher bist du einfach nur gefahren, jetzt hast du immer mehr technische Feature, gerade so diese Traktionskontrolle, wenn du da siehst, wie das arbeitet und wie das einen gleichmäßigen Vortrieb generiert.
Und auch hier diese Launch Control, dreifach einstellbar, also drei verschiedene Drehzahlen, die vorgehalten werden. Ob das für einen Einsteiger geeignet wäre, aber durchaus ja, die Expertenmeinung. Ne? Also man kann sich da schon ranwagen, aber man sollte schon auch fit sein. Der Olli will ja nicht fahren, der will ja keine GoPro mitnehmen. Nee. Ich kann nicht fahren, das kann ist alles. Das ist mir aber zu wild. Das geht. Ja, das sagst du. Ja. Das sagst du. Versuch dich gerade zu motivieren. Ja, ich weiß. Welche Schuhgröße hattest du noch? Oh, 43 passt. Das passt, ja. Wunderbar, passt. Ja. Kriegen wir, die habe ich in einem Auto. Kriegen wir hin, auf geht's. Ist alles dafür, dass der Olli auch fährt? Auf jeden Fall. Stimmt das auch, ja, Olli. Das kriegen wir noch hin. Also ihr seht schon, man hält sich dezent hier zurück. In welchem Mapping bist du jetzt gefahren schon? Also bis jetzt habe ich nur Standard-Mapping. Ja. Ich gebe aber auch zu, ich muss mich erstmal an die Strecke gewöhnen. Okay, okay. Aber das krass, hab ich, das sagst du, ey. Krass. Okay. Also wirklich, Leute, ja. Wir sind hier wirklich, letzte Woche wurde hier noch WM gefahren. Ja. Das ist schon anspruchsvoll. Jetzt kommt auch noch der Wind, das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Ah ja, mit den Sprüngen. Ja, also wir haben hier schon große Sprünge. Wenn dich so eine Windböe in der Luft erwischt, dann landest du auch mal einen Meter oder zwei, weiter links oder rechts. Okay. Aber es macht Spaß. Und jetzt wird jetzt haben wir noch drei Sessions stehen noch an. Ja, ja. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, mal alles ausprobieren. Ja. Würdest du vielleicht nachher mal eine GoPro mitnehmen, dass die Leute mal hier sehen, was so eine richtige Performance ist? Das hast du schön gesagt. Kann ich natürlich machen. Geil, ich gebe mein Bestes. Top. Eben hat mein Kumpel Klaus geschrieben, ob ich die Sprünge alle springe. Klaus, Gruß geht raus, ich überlebe das hier. Sagst du so dein Fazit? Ja, also echt eine geile Maschine, das muss man wirklich sagen. Also Honda präsentiert ja mit dem neuen Jahr 2021 ein komplett neues Motorrad und es ist eine richtige Spaßmaschine. Drehmoment ohne Ende, Kraft ohne Ende, ein grandioses Handling. Also das ist ab dem ersten Turn wusste man, okay, Honda setzt alles aufs Handling und das merkt man dem Motorrad auch an. Du hast ja auch richtig fliegen lassen. Ja. Naja, ist ja. Wahnsinn. Also wenn man sich nicht wohlfühlt, dass man nicht so laufen kann. Nee. Also gerade so meine Einschätzung. Richtig. Draußen. Also gerade in den Spurrillen hat die Honda wirklich sich von ihrer besten Seite gezeigt. Wie auf Schienen ging die da durch. Konntest du wirklich mit Druck da reinfahren. Dann durch das neue Drehmoment untenrum oder mehr Drehmoment schön rausbeschleunigen. Genau das, was man wirklich möchte. Okay. Richtig geil. Also wirklich also über Qualität müssen wir auch gar nicht sprechen. Ne? Das ist eigentlich schon so obere Liga. Genau. Oder? Also hier ist alles wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Hier ist so viel geile Sachen dran. Wir haben hier gute Felgen, wir haben geile Reifen. Durchdachtes Motorrad mit der hydraulischen Kupplung, mit der ganzen Elektronik. Also der Fahrer hat ja auch wirklich viele Einstellmöglichkeiten, um wirklich das perfekte Setup für seinen Fahrstil oder für sein Fahrlevel zu wählen. Geil. Geiles Motorrad. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Viele Neuerungen und die machen alles Sinn. Also wirklich, die Japaner haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das Bestellung geht raus, oder? Bestellung geht raus, direkt. Also ich nehme direkt eine mit. Ja, du hast ja jetzt das große Auto dabei. Ja. Da. Top, dann sage ich danke dir schon mal. Gar kein Problem. Man sieht sich bestimmt mal wieder, ne? Würde mich freuen. Ja, super. Perfekt. Geil. Top. Olli, ganz kurze Frage. Lieferbar ist alles verfügbar? Lieferbar, Hammers? Beim Händler, alles da. Aber jetzt kommt die ganz große Frage, was müssen wir herrichten? Bagare? Ja. 9.640 Euro und schieß mich tot, 80 oder 83 Cent. Okay. Also knapp. 9.640 Euro. Genau. Quasi geänderter Preis, geänderte Mehrwertsteuer. 16%, 19%. Genau. Ja. Super. Olli, was sagst du? Bist du zufrieden, oder? Ich bin top zufrieden. Wir hatten Spaß. Was will man mehr dazu sagen? Tolle Motorräder. Ja. Tolle Strecke. Ja, Sonne scheint.
Alles gut. Ich glaube, die daheim, die ärgern sich ein bisschen. Ja, ja. Aber wir schicken sonnige Grüße zu euch. Ja. Nö, also allen in allem, Präsentation ist gelungen. Die Ingenieure und alle drumherum bei Honda haben das richtig gemacht. Und wieder abgeliefert auch. Ja, abgeliefert. Ich denke, die sind Sachen, die Verbesserungen in die richtige Richtung. Das Bike ist auf jeden Fall sehr schön zu fahren. Also man schwingt sich gerne auf das Motorrad. Du hast dich auch richtig wohl gefühlt, ne? Die letzten Turn hier so richtig fliegen lassen. So. Ja, doch, so langsam. Man wird ja ein bisschen warm damit der Strecke, ja, mit dem Boden. Es ist ja nicht, also ich komme jetzt aus dem Süden von Deutschland, bei uns gibt es jetzt keine Sandstrecke. Es sind alles Hardböden. Mir macht es aber trotzdem Spaß. Ja. Einfach aus früheren Zeiten auch, vom Rennen her ist man ein bisschen gewohnt. Aber nö, auf jeden Fall. Also ich würde gerne wiederkommen, jederzeit. Ich bin wirklich Fan, wenn man so fahren kann, das ist schon richtig geil. Ne? Aber das ist natürlich auch eine harte Arbeit, teilweise jahrelanges Training und viel Erfahrung, dass man hier so festhält, das ist natürlich geil. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass es jetzt gut gelaufen ist, das Motorrad ist fahrbar. Das macht natürlich lange Arme, wenn du da nicht im Training bist, macht es definitiv lange Arme. Wenn ich ja jetzt was anderes erzählen würde, das wäre wirklich Quatsch. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, sehr hochwertiges Motorrad. Fahrbar, also gut fahrbar. Ja, es bedarf so ein bisschen, wie gesagt, einer Grundfitness und dann kannst du da mit einer 450 auch was machen. Die große Überlegung ist 450 natürlich so zu viel für den Einsteiger. Da gehen die Meinungen jetzt auseinander, weil wenn du eine 250er hier auf Anschlag fährst, wird das genauso anstrengend sein. Also, ich würde es jetzt einfach mal so stehen lassen. Die Entscheidung liegt bei euch. Schreibt es mal einfach gerne in die Kommentare rein, für welchen Hubraum ihr euch entscheiden würdet. Also, ich bin angenehm begeistert, überrascht. Ich hatte tatsächlich am Anfang wirklich so ein bisschen Bedenken, so, dass ich der Lage nicht Herr werde. Ich habe jetzt das Beste draus gemacht. Nette O-Töne haben wir gekriegt. Cooler Tag, schönes Motorrad. Natürlich, wie soll es auch anders sein? Honda hat hier wieder abgeliefert mit einer sauberen Qualität, mit einem sehr, sehr hochwertigen Motorrad, wie ich finde. Also, das war's von meiner Seite. Ich sag Rock'n'Roll, Leute. Wir sehen uns in 3-4 Tagen wieder. Schenkt mir gerne ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ich versuche natürlich immer eine bunte Mischung für euch zu kreieren. Und jetzt an alle da draußen, die sagen, oh, es kommt nur Offroad. Es kommt ganz bestimmt auch wieder anderes. Und einfach Geduld haben, auf Kanal bleiben. Sollte für jeden was dabei sein. Also, ciao, bis bald.